Frühstück, hier komme ich. Guten Morgen und herzlich willkommen zurück auf dem südlichen Küngsläden diesmal, dem Södra Küngsläden. Und ich befinde mich gerade in dem Fylifjället Nationalpark noch. Und heute geht es zu einem ganz besonderen Ort, ein relativ beliebter Ort. Und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze dort sein wird. Das ist sozusagen am Rand des Nationalparks und ich laufe gerade hier einmal quer durch. Ungefähr jetzt 3 ganze Tage werden das. Ne, 2. 2 bis 2,5 Tage bin ich jetzt im Fylifjället Nationalpark. Also wenn ihr den gestrigen Tag sehen wollt, den habe ich auch gefilmt. Allerdings ist der auf meiner Patreon-Seite, kann man den sehen. Der Zeit ist auch unten mit verlinkt. Ich bin jetzt schon den ganzen Tag halt oberhalb der Baumgrenze unterwegs und eigentlich ist das ziemlich cool. Also eine ganz andere Landschaftstyp ist das ja. Und ja, aber dafür ist der Weg sehr anstrengend, muss ich sagen, weil es eben entweder sehr steinig ist oder eben sehr nass ist. Also von matschig bis sumpfig ist alles mit dabei. Deswegen bin ich wieder auf meine Sandalen umgestiegen, einfach weil alles andere... es ist einfach zu nass. Wegtechnisch ist der Weg sehr interessant, also sehr anders als die Wege, die ich bisher gelaufen bin, denn es gibt keine wirklichen, richtigen, eindeutigen Küngsläden-Markierungen. Oder sind die zumindest sehr, sehr selten. Man hat hier im Gebiet einfach nur 2 Typen von Wegen. Das sind die Winterwege und die Sommerwege. Die Sommerwege sind eigentlich orange gekennzeichnet. Sei es eben ein Punkt oder eben, was ich schon kenne, eben durch die um die Bäume drumherum einen orangenen Strich. Oder eben diese roten Kreuze, die eben angebracht sind an Stangen für den Winterweg. Die Winterwege kann man dementsprechend sehr gut und einfach finden und manchmal verlaufen die auch parallel. Und im Endeffekt ist es aber einfach so, dass man für die Sommerwege einfach nur dem Pfad folgt oder dem ausgetretenen Pfad folgt, der einem vor die Füße fällt, so ungefähr. Und da kann es dann schon mal sein, dass man eben die Abzweigung nicht richtig bekommt oder ähnliches. Also ich habe gestern, bin ich mich einmal verlaufen. Da habe ich einen Abzweig verpasst gehabt. War jetzt nicht schlimm, bin ich andersrum um den See herum, aber es passiert doch schneller, als man denkt. Gerade wenn nämlich hinter dem, es gibt sehr viele Steinfelder hier, die man überqueren muss und da den richtigen Ausgang wieder zu finden, ist nicht immer ganz einfach. Und ich glaube, in dieser Hinsicht ist es mir irgendwie passiert. Hier sieht man das so ein bisschen, dass eben dieser Winterweg auch eben über diese Gewässer halt rüberfährt und verläuft und häufig eben auch über Moore, die halt tiefer sind, hinwegführt. Und dementsprechend sollte man dem nicht folgen. Was hier aber interessant ist, ist, dass ich hier gerade auf dem Weg hier bin und der geht da drüben weiter, wie man sehen kann. Und ich habe schon geahnt, dass es ein relativ nasses Jahr ist dieses Mal. Und ja, dementsprechend ist das wohl normalerweise, kommt man hier durch. Aber ich darf jetzt so einen kleinen Umweg freestyle-mäßig um das Wasser drumherum machen. Ich bin in den letzten Tagen nämlich genug nass geworden. Es gibt Hinweisschilder, aber diese Hinweisschilder, die sind nicht gesagt nach dem Motto, hier ist das Küngsläden in diese Richtung, da ist es der und der Weg oder was auch immer, sondern das sind einfach nur, wo die nächste Hütte ist im Endeffekt. Also das heißt dann eben Tankröhütten in diese Richtung und Röhrschöhütte in die andere Richtung und so weiter. Da muss man halt immer in seine Unterlagen gucken oder eben genau wissen, was dann eben die nächste Hütte auf dem Weg ist. Und da lang hangelt man sich sozusagen entlang. Das Wort Küngsläden habe ich sage und schreibe nur am Anfang gesehen, nochmal auf einem mittleren Portal. Und einmal war so ein ganz kleines Mini-Zeichen, da war eine kleine Krone, weil Küng ist ja der König. Und da war eine ganz kleine Krone abgebildet und das war es dann eben auch. Also dementsprechend ist es sehr interessant. Aber auch eigentlich relativ einfach, weil es gibt relativ wenige Wege. Und so folgt man einfach nur dem Weg, der einem gerade vor die Füße fällt.
Doch genug geredet. Jetzt geht es auf zu einem Highlight des Fylifjället Nationalparks. Am See in Sekunde. Da ist der erste Zwischenstopp für mich, ehe es weitergeht. And here I am finally after an eternity. Now we'll look for the toilet and then I will leave my stuff around here and continue with the lighter pack. Versteckt hinter den ganzen Häusern. Mit einem kleinen Hinweis habe ich sie jetzt gefunden. Scheint aber groß zu sein. Wow. Eine Sommerwegmarkierung. Es gibt sie wirklich. Der Rucksack ist jetzt um einiges leichter. Zelt, Essen, Technikkram und ein paar Klamotten sind rausgeflogen und dementsprechend ist es richtig cool. Jetzt die nächsten 4 bis 5 Kilometer ungefähr werden es wohl werden, so zu laufen. Und man merkt jetzt schon, dass man in den mehr Touri-Bereich reinkommt, denn der Weg ist hier sehr gut ausgeschildert wieder. Also ausgeschildert heißt, dass es mal Markierungen gibt. Hier zum Beispiel. Das ist echt Luxus hier. Also das ist eine Brücke, nur über ein Steinfeld rüber. Sowas kann ich auf dem Hauptweg, davon kann ich nur träumen. Hier im südlichsten Abschnitt. Da kommen wir der Sache doch langsam näher. Ist beendet für mich jetzt und jetzt darf ich den Weg wieder zurücklegen, wo ich meinen Teil des Rucksacks stehen habe. Ich werde jetzt aber einen längeren Weg gehen, der hoffentlich nicht ganz so steil ist, weil ich habe keinen Bock, die Runde nochmal zu drehen, die ich gerade gemacht habe. Die war nämlich extrem steinig und steil und ziemlich viel zu klettern.
3,5 Stunden später und ich bin endlich wieder am Ausgangspunkt angelangt. Hier sind es nur noch knapp 3 Kilometer bis zu meinem auserwählten Schlafplatz und der Weg ist erstaunlich gut. Also ich weiß nicht, warum gerade hier und warum gerade jetzt, aber es gibt erstaunlich viele von diesen Holzlaufwegen. Von denen hier. Und die sind nochmal im echt guten Zustand. Also das habe ich in den letzten Tagen echt vermisst. Und ich hoffe, dass es jetzt ein kleines bisschen besser vorangeht als in den letzten Tagen. Da war ich nämlich super lahmarschig. Und da drüben ist mein Schlafplatz. Jetzt muss ich da nur noch irgendwie hinkommen. Und das sieht ziemlich nass aus. Naja. Und da bin ich jetzt angekommen. Hache Stugan. Und ja. Die Aussicht ist gut. Der Boden ist besser als letzte Nacht. Glaube ich zumindest. Zumindest weniger Steine. Und es gibt viel mehr Plätze, wo schon welche gezeltet haben. Also mal schauen, wo ich mein Zelt hier aufstelle. Das ist doch mal ein schöner Platz, um den Tag zu beenden.